Stadtbaurat Johannes Göderitz holte 1929 einen gerade einmal 25 Jahre jungen Mann nach Magdeburg und übergab ihm die Leitung der Grafikabteilung des Hochbauamtes. Dieser junge Mann war Alexander, genannt Shanti Schawinski. Der hatte sich nämlich schon bei der Theaterausstellung 1927 in Magdeburg einen Namen gemacht. Vom Bauhaus in die Welt. Wenn das auf einen besonders zutrifft, dann auf den 1904 in Basel geborenen Schawinski. Nach Abitur, Lehre und Kunstgewerbeschule in Berlin ging er 1924 ans Bauhaus in Weimar und belegte Kurse unter anderem bei Kandinsky, Klee, Gropius und anderen, trat in die Bühnenwerkstatt Oskar Schlemmers ein und spielte Saxophon in der Bauhauskapelle. Ein Multitalent schon damals in jungen Jahren. Nach dem Umzug des Bauhauses nach Dessau richtete er dort eine neue Bühnenabteilung ein und beschäftigte sich mit Werbegrafik und Fotografie. 1926-27 war er Bühnenbildner für das Stadttheater Zwickau, kehrte ans Bauhaus zurück und präsentierte eine konstruktive Raumbühne auf der Deutschen Theaterausstellung in Magdeburg. 1929 erfolgte dann die Berufung nach Magdeburg, wo er in der Grafikabteilung des Hochbauamtes Schautafeln, Plakate, Publikationen, Theaterprogramme, Fotografien und Ausstellungen entwarf und gestaltete. Außerdem übernahm er die Bildredaktion der Theaterzeitschrift Das Stichwort. Eine produktive und erfolgreiche Zeit für ihn wie für die Stadt. Von den Nazis angefeindet, zog er 1932 nach Berlin. Als Kind polnisch-jüdischer Eltern floh Schawinski 1933 über die Schweiz nach Italien, heiratete 1935 in London und wanderte 1936 in die USA aus. Er starb 1979 in Lugano in der Schweiz. Die Magdeburger Ausstellung zeigt nicht nur Werke aus allen Schaffensperioden des Künstlers, die 2015 erstmals in Zürich gezeigt wurden, sondern erweitert sie um Szenografien und Fotografien aus Magdeburg, die erst vor kurzem Schawinski zugeordnet werden konnten. Im Fokus der Ausstellung stehen Schawinskis Arbeiten aus seiner Zeit am Bauhaus und am Black Mountain College in North Carolina, wo er von 1936 bis 1938 einen Lehrstuhl innehatte. Ende der 40er Jahre wandte sich Schawinski zunehmend der Malerei zu, wobei er zum Beispiel mit einem Auto durch Ölfarbe und anschließend über Leinwände fuhr, was seinerzeit großes öffentliches Interesse erregte. Nach 1986 erlahmte das Interesse an ihm. Erst voriges Jahr wurde begonnen, sein Werk systematisch aufzuarbeiten. Das Ergebnis ist nun erstmals in Deutschland zu sehen. Im Magdeburger Kunstmuseum bis zum 25. September.